ich muss schon sagen, ich, bitte schützen Sie sich, es ist, ich bin fassungslos, Herr Landeshauptmann, dass Sie hier von Kraut und Rüben sprechen und einen Mix an Vorschlägen, der die gesamte Bandbreite auch unseres Lebens und unserer Situationen beinhaltet, so abtun, als wäre das ein Sammelsurium. Ich erinnere daran, wenn Sie dreimal am Tag verschiedene Dekrete erlassen, das ist ein Mix, das ist ein Sammelsurium, das die Leute verrückt macht. Aber nicht hier zu sagen, konkrete und gut erarbeitete Vorschläge, die Sie nicht alle teilen müssen, aber Sie per se als Sammelsurium und Kraut- und Rübenantrag abzustempeln, ich glaube, das spricht für sich. Wir haben hier bewusst bestimmte Varianten aufgezeigt, wo Sie ja auch als Regierung die Gabel hätten zu sagen, okay, die Maßnahme 1 können wir nicht mittragen, aber die Maßnahme 2. Ich beantrage deshalb hier auch, um auch dem Kollegen entgegenzukommen, die separate und getrennte Abstimmung der ersten 8 Punkte sowie des 9. Punktes des Familienpaketes als einen Punkt. Ich glaube, dass wir hier dann auch den Anforderungen gerecht werden und bitte dann auch das Präsidium und den Präsidenten, die Anträge der Opposition, diese 12 insgesamt behandeln zu können. Wenn wir beim zweiten Punkt, da sagen Sie ja ganz klar, also Sie sind da nicht bereit, in den Betrieben entsprechend die Ausgleichszahlungen zu gewähren. Es ist auch kein Wunschzettel, den wir Freiheitliche hier stellen, sondern das sind Forderungen, die zum Beispiel auch die Gewerkschaften bestätigen, die, nachdem wir mit dem Umsatzersatz herausgekommen sind, 2 Tage später hat auch die Handelskammer, wo LVH alle zusammen dort auch drinnen vertreten sind, alle Wirtschaftsverbände, die dieselbe Forderung hatten, die sie hier als Kraut und Rüben und Sammelsurium dann abtun. Ich frage mich dann auch, wer soll denn morgen unsere Sozialstandards noch bezahlen und unsere Maßnahmen deswegen auch hier diese Investition in die Familien, in dieses Paket, wo wir Ihnen ja noch sogar noch freilassen, das selbst erarbeiten zu können, um den Mittelstand zu fördern und wo das Geld herkommt, wenn ich da Kollegen Locher höre, ja mit dem Safety Park und indem sich die Landesregierung die eigene Medienabteilung aufstockt, da finanzieren wir unsere Maßnahme nicht, das ist schon klar. Und auch nicht, wenn wir die Militärwohnungen verschenken. Da finanziert sich Südtirol nicht, das wissen wir, aber das wächst auf eurer Kappe. Und was mich am meisten stört an der Debatte, Sie laden uns ein und sagen, haltet zusammen, schauen wir in dieser Situation gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Sie sagen, wir suchen den Dialog. Ich glaube, die gesamte Opposition hat jetzt seit Beginn dieser Landtagswoche gute und konkrete Vorschläge gebracht. Dass Sie nicht alle annehmen, verstehe ich. Sie haben bis jetzt weder von Kollegin Foppa noch Köllensberger noch Knoll und wie sie alle heißen, Sie haben keinen einzigen Antrag angenommen, keinen einzigen Vorschlag. Mich erinnert das, da muss ich schon sagen, also es hat vor 80 Jahren hat's geheißen, Mussolini ha sempre ragione, vor 30 Jahren hat es in der DDR noch geheißen, die Partei hat immer recht. Ich glaube, dass Sie dieses absolutistische Gedankengut, dass Sie hier wirklich diese Unfehlbarkeit, die ja fast schon religiöse Züge hat, die praktizieren Sie selbst. Also was Sie machen, ist unfehlbar und alle Vorschläge, die wir bringen, wo wir Ihnen ja nachkommen. Abgeordneter Leiter Reber, ja, ich rufe Sie zur Ordnung, bitte sehr. Ja, mir rennt die Zeit davon, wie immer, aber es ist wirklich so, dass hier, Sie fordern uns auf, mitzuarbeiten, mitzutragen und wir wären da auch bereit, bei einzelnen Sachen konkret auch, und das haben wir auch im Frühjahr bewiesen, dass die Opposition gesagt hat, zukunftsorientierte Entscheidungen und Lösungen aus dieser Krise herauszukommen, tragen wir mit. Aber dass Sie dann alle Vorschläge, die gesamte Opposition im Südtiroler Land da bringt, a priori ablehnen, ich glaube, das spricht für die Politik, die Sie als Volkspartei und Lega in diesem Land betreiben. Und hier wird es schwer, die Leute mit einzubeziehen, wenn wir morgen auch diese Testreihen, von denen ich übrigens voll überzeugt bin. Und ich werde dafür auch werben. Aber dass Sie umgekehrt nicht einen Vorschlag der Opposition annehmen können, das spricht für eine abgehobene Politik, die dieses Landes nicht würdig ist.